Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon im Wald. Naja, nicht ganz. Wir haben jetzt gute 20 betreten, nachdem wir begonnen haben, haben jetzt auch unser erstes Pokémon gefangen. Und zwar Griffel. Ich habe auch mal geguckt, der Namensbewerter ist in Stratos City, das heißt, es wird nicht so lange dauern, bis wir Griffel umbenennen können. Und ich habe auch das Level Cap nochmal geguckt und das ist Level 13. Ja, oh, und dann wollen wir uns mal jetzt losstürzen. Ich kann in deinen Augen sehen, dass du kämpfen willst. Der war eine tiefe Stimme. Bestimmt ein Raucher. So, was hast du denn? Stoller! Wie soll ich dagegen ankommen? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe schon das erste Problem gerade auf uns zukommen. Griffel, hast du nicht irgendwas, womit du Stollers seine Verteidigung... Ja, du hast roten Schlag, gut. Ah, Feld kommt zurück, Griffel. Okay, er zieht auch nicht zu viel ab. So, roten Schlag. Och nö, kann doch nicht mit Lebensschelle an. Muss ich selbst hier Sandwirbel machen. Komm, wir schmeißen uns beide mit Dreck. Man kann nicht ganz von Glück sagen, dass das gerade das erst bei Griffel macht. Bei Feld hat es ziemlich... Wie schön, dass er immer trifft. Och nö, ich kann doch nicht schon den ersten Kampf hier verlieren. Könntest du auch mal daneben schlagen? Ich habe auch zufällig Sandwirbel. Nö. Wie der überhaupt nicht daneben schlägt. So, wir haben ein Heilalter von Jomantons. Jetzt kommt das zweite. Alter, das ist der erste Trainer. Erster Trainer und hier schon voll die Probleme. Sehr schön. Oh, ist mal daneben gegangen. Ich bin begeistert. So, Sandwirbel. So. Könntest du bitte wieder Lebensschelle machen? Ja. Ich will die nämlich jetzt mit Griffel abfangen, weil wenn er die bei Fate macht, ist das sehr effektiv und ich will nicht wissen, wie viel das Aua macht. Oh, ja gut. Super, ich kann mir die... Alter. Man will. Ja, hör auf anzurufen. Ich bin gerade mitten in der Aufnahme. Alter, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn das Handy losgeht. Schock. Schock pur hier. So. Ja, ich habe ja gerade. Ich habe ja gerade von ihm. Ja, ich habe von mir das angezeigt bekommen, dass es mir gar nichts bringen wird, wenn ich weiterhin guten Schlag mache. So. Fade, du darfst jetzt wieder ran. So, Mod muss ich halt immer ein bisschen näher hin. Wie der trifft? Drei Sandvögel hat der drin. Der trifft hier auch weiter wie. Wie sonst was, ey. Oh Gott. Ja, Leute, wie sieht's bei euch so aus? Wisst ihr was? Ich spule das Ding jetzt vor. Also wenn ihr jetzt wundert, was da gerade, warum das gerade so schnell geht, ich spule gerade vor. Na, damit bin ich hier 1000 Jahre am Kampf hängen. Alter, alleine schon, auch mit dem Vorspulen geht das ja hier schon. Und wie geht euch so? Und dann erhöht der auch noch seine Verteidigung, weißt du? Also wenn ihr jetzt schon, wir machen ja so schon keinen Schaden, aber... Ja, ich. Aua. Ich würde ja sagen, das Positive ist wohl, dass wir wenigstens nicht zurückschrecken. So. Bei seinen Kopfnüssen. So. Ich wechsle aus. Ich habe schon zwei Lebensschellen drin. So, bam.
Warum ich jetzt vorspiele, ist eine ganz einfache Geschichte. Sonst sitzen wir hier, sonst würden wir an dem Kampf wahrscheinlich die ganze Folge lang sitzen. Und das wäre Blödsinn. Ja, wir haben es geschafft. und ordentlich Punkte gibt's hier. Muss auch aufpassen, dass wir nicht überleveln, ne? Yay! Steinpolitur, sehr schön. Wir sind einfach kämpfen, gewinnen. Ja, ja. So, jetzt wollen wir erstmal unsere beiden heilen wieder. Alter, der erste Kampf und dann schmeißt man uns schon so einen Stolles ins Gesicht, ey. Sehr schön. Das war einfach toll. So, ich würde mal sagen, wir dürfen gleich unser nächstes Pokémon fangen, aber erstmal. Du da, mein Pokémon ist so süß. Das musst du einfach gesehen haben. Schau es dir an. Los. Schnäppke. Ja, setz ein Pokémon einfach auch jetzt gegen uns. Ich sag schon jetzt mehr. Du wirst doch bitte schön noch keinen Pulverschnee haben, oder? Nee, Silber weg. Alter. Es hat sich gerecht. Ich wollte einfach mal kleinen Stein nehmen, weil man hat es kaum und es ist einfach. Es ist ein toller Anfang mal. Und was kommt? Ein Stolos, wo wir vielleicht ein KP Schaden machen und ein Schnippke, was gegen uns effektiv ist. Aber das ist zum Glück schnell weg. Ach Leute. Du hast gar keinen Fililu. So. Ein Brückenbrief. Oh ja, weil ich den ja so dringend brauche. Dann holen wir uns mal das nächste Pokémon, weil wir müssen dann sowieso zurück, weil es muss auf die Box hergelegt werden. Dun, dun. Oh, ein Voltilam! Ja, ein Voltilam! Yeah. Das hört sich so bescheuert an. Aber Voltilam ist eins meiner absoluten Lieblinge. Und ich liebe Schafe. Ich bin ein absoluter Schaf-Fan. toll. Diesmal müssen wir daran denken, den Pokémon einen Namen zu geben und nicht wieder wegzudrücken. Bing, bing, bing. Da. Sermon. Wollt ihr dann wohl gefangen? Kältebedingte Elektrostatik verdoppelt die Dichte seines Fells und bewirkt. Naja, Mist. So, wie nenne ich dich denn mal? Ich würde mal sagen. Es muss ja nicht ein Hauptheld sein, es kann ja auch ein Nebenheld sein. Und weil wir gerade bei Star Ocean Till The End of Time ist, nehmen wir doch einfach mal einen Begleiter. Und zwar nennen wir dich. Das ist eine gute Sache. Nehmen wir einen. Mir fällt keiner mal. Du wirst dann Cliff. Cliff Feather. So. Dann haben wir hier. Dann machen wir zuerst das Casting von der Star Ocean 3 Reihe. So, dann wollen wir mal zurücklaufen, weil das müssen wir jetzt natürlich erstmal auf die Box packen. Also Cliff muss jetzt auf die Box, weil wir ja noch keinen Seelenpartner für ihn haben. Da. Oh, toll. Das ist natürlich das Beste, erstmal gegen die Wand zu rennen. Bam, 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 bam. So, erstmal die Pokémon auch heilen. Ja, ja, bla 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 bla. So. Jemand ist PC. Und Pokémon ablegen. Cliff, bis später. So. Ja, Cliff wird sich dann natürlich dann später zu Dings gesellen. Zu einem neuen Partner. Bin ich mal gespannt, was da kommt. Dim, 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 dim. Was ist das für ein hallender Was war denn das für ein hallender Klang gerade? So, ein Tassler, das ist schick.
Och nö, ach ja, das kann ja nur Heuler. Ich wollte sagen, Mann, nicht Heuler. Das kann ja nur Heuler. Trotzdem mit einem Schlag weg. Das war nix. Tja. War nix, mein Freund, war nix. Ah ne, da kommt man ja erst nur im Herbst hin. Oh, da kommt er. Oh, sehr gut. Du bist zum Trainieren hierher gekommen. Also gut, dann lass uns doch mal sehen, wie stark du geworden bist. Komm schon! Ja, dann wollen wir mal sehen, was da auf uns zukommt. Das ist, schmeißt uns natürlich seinen Schneppmark ins Gesicht. Sollte machbar sein. Könnte aber ein bisschen mehr sein, anscheinend, wenn ich ehrlich bin. So, Fate, weiter 9. Gar nicht übel, dann macht er gar nicht. Ich dachte, er hat mehr Pokémon, aber nur eins. Übrigens, warum bist du hier? Eine Karte? Meine Schwester, dabei ist sie die Jüngere. Dir auch vielen Dank. Du warst mir schon sehr nützlich. Das hört sich an. Ich hatte mich schon gefragt, was das für ein Lärm ist. Ein Pokémon-Kampf also. Ach ja, es ist schön, jung zu sein. Wer bist du? Wer ich bin? Ich bin der Besitzer des Hofs und das hier ist meine liebe Frau. Nach einem Kampf solltest du dann deine Pokémon heilen. Hier, das ist für dich. Ein Trank, wunderbar. Und hier ist einer für dich. Entschuldigung, ich bin gerade mal ein bisschen abgelenkt hier. Jetzt drücke ich das. Entschuldigung, dass ich jetzt die ganze Zeit wegdrücke. Ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt. Ja, Oma, ich werde es versuchen. Du bist mit dabei. Gut. Er wird suchen und wir sollen ihm helfen. So, dann wollen wir jetzt mal erstmal. Ach, heilst du unsere Pokémon bitte? Dankeschön. Diese Kugellocke immer, ne? So, dann wollen wir doch mal los. Och nein, ein Pupanks. Dann machen wir mal. Ich habe für dich auch gerade einen super Namen rausgesucht. Bam! So, ich will nicht noch mehr Schaden machen, weil das könnte bedeuten, dass wir es kaputt machen. Weil wir ja mit Cliff einen Helden haben, also einen guten, müssen wir Pupanks zu einem Bösen machen. Da habe ich auch einen guten Namen jetzt gerade. Es wurde in antiken Ruinen entdeckt und bewegt sich dreuend fort. Trifft es auf Artgenossen, bildet es eine Herde. Sehr schön. Sehr schöne Beschreibung. So, ein Name. Und zwar wirst du Azazor heißen. Auch aus. Natürlich aus Star Ocean 3. Wir nehmen jetzt hier erstmal eine volle Star Ocean 3 Besetzung. So, Azazor. So.
Da wir jetzt Azazel dabei haben, holen wir natürlich jetzt auch erstmal Cliff wieder ab. Ja, bei Dings müssen wir dann natürlich gucken, bei geschlechtslosen Pokémon können wir sie einfach nennen, wie wir sie wollen. Also diesmal ist es ja vollkommen egal, ob es weiblich oder männlich ist. Weil wir spielen ja keine Redlock. So. Ja, einmal fit machen bitte. Aber ist das gut? Na, es geht. Also wir können schon die Schwäche von Azazel mit Cliff auffangen. Weil Elektro und Boden und so, ne? So. Bewegen. Sehr schön. Supidubi. Aber zum Kämpfen jetzt gegen andere Trainer werde ich noch die anderen vorne lassen, bis sie Level 10 sind. Also Level 10 und dann können wir die anderen trainieren. Ich glaube, ich sollte aber jetzt mal langsam. Ja, ich wollte gerade sagen, links ist Level 9. Fade. Ja, ich weiß, dass ich die Normen nennen muss. Ich weiß noch, dass ich dich umbenennen muss. Hier gibt es ja noch ein paar nette Trainer. Die Dame hier zum Beispiel. Lass uns herausfinden, welche Pokémon unerschrockener sind. Deine oder meine? Meine natürlich. Bitte keine übermäßig Ibitak. Das ist in Ordnung. Also hat sie entweder Flug oder normal. Ich hatte nicht schon wieder Lust, da jetzt nur das nächste Stahl-Pokémon, Gesteins-Pokémon gehabt. Muss nicht sein, nein. Oh, nein. Oh, jetzt die Dreier. Trotzdem, Schluss. Dankeschön. 3x 15, 15. Das heißt, selbst wenn er jetzt mal früher stark macht und uns 3 Punkte abzieht, dann. Also 15 Punkte hätten wir es jetzt eigentlich überlebt. Das gefällt mir aber nicht. Fate! Du musst ran. Bam, Schnabel. Nichts passiert. Ah, ich warte auf den Steinwurf von Fate. Der Sound war seltsam. Bam! Level 10, wunderbar. Und Kopf ist auch Level 7. Tropius. Oh, oh, nein. Ich weiß zwar noch nicht, ob es jetzt schon eine Pflanzenattacke kann, aber nein. Das kannst du sowas von knicken. Windstoß. Mal ein. Nein, nicht ein Pokéball-Trank. Die wir auch kaum noch haben. Das ist ziemlich schlecht, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit entwickelten Pokémon gegenüberstehen. Wird das schon ein bisschen problematisch. Ein bisschen. Ja, genau, Critter auch noch. Warum nicht? Bam! Ja, okay, gerade Silberblick ist egal, weil Wildschuss ist speziell. Zack! Das macht mir aber trotzdem ein bisschen Sorgen, dass er jetzt so viel Silberblick macht. Ich habe jetzt gedacht, er kommt vielleicht nur mit Tackle jetzt an oder so. So! Letztes Heil-Item. Ich habe keine Tränke mehr. Ich traue mich nicht, jetzt Dings einzusetzen. Fate. Aus dem ganz einfachen Punkt, der war auch nur mal spontan plötzlich mit einer Pflanzenattacke auftauche. Und schon ist Fate Geschichte. Ich traue dem Draht nicht. So, tschüss, Griffel. Griffel. Nein, tschüss, Tropius. Ah, ich habe heute auch den Namen gesehen, deswegen. Erstaunen. Wow. Alle wurden trotzdem unerschrocken, auch wenn sie verlieren. Das ist wunderbar, freut mich. So, dann lassen wir mal kurz unsere Pokémon mal heilen. Wenn wir hier schon so eine stehende
Heilbasis haben, nutzen wir die natürlich auch. Moment, kurz husten. Ach, Mann. Ich habe da eine Kiroya-Beere, ne? Das könnten wir eigentlich mal Dings geben. Fate. Wenn da plötzlich dann Gegner mit Eisattacken ankommen, dann schützt er sie wenigstens davor. So, ich muss jetzt an das Item da hinten ran. Oh, danke! Was hätten wir hier denn noch bekommen? Oh, ein Lichtel. Ich muss sagen, hätte ich lieber gehabt als Kuckpanzer. Aber das Glück, Leute, das Glück. So. Eine Wiesentafel, ja. Hätten wir ein Pflanz-Pokémon, wäre das echt episch. Haben wir aber noch nicht. Hier ist kein Item mehr, ne? Nö. Dann gehen wir jetzt mal nach oben. Dam, dam, da, dam, dam, da, 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 da. Terryburg! Ob es noch weiter weggelaufen ist? Auf geht's! Ah, die Suche nach Terryburg. Hier oben ist ein Trainer. Hi! Oh, ein neues Gesicht. Lass uns gleich mal kämpfen. Wie gesagt, bitte keine Steingestalt. Dankeschön. Panikon, das ist vollkommen okay. Also entweder Gift oder Käfer. So. Kratzer. Ja, guck mal, Härtner. Ich denke mal, dass dieses Panikon auch nur Härtner kann. Mach mal deinen Herrner. Tschö. So, das nächste ist ein Schnutel. Ja, Schnutel. Kussmund. Blutsauger. Ja, wie gut, dass das hier noch der Schwache ist. Finde ich auch so richtig episch irgendwie in Pokémon Sonne und Mond, dass sie Blutsauger so gepusht haben. Das ist echt so. Blutsauger ist ja mittlerweile, glaube ich, eine der stärksten Käferattacken, so. Die auch noch regeneriert. Ja, und die Pokémon, die vorher Blutsauger hatten, zum Beispiel Zubat, die haben dann Absorber, nicht mehr Blutsauger. So, sehr schön. Weiter geht's. Oh. Da fällt mir ein, ich habe hier etwas Tolles für dich. Ein Paraheiler. Dankeschön. Nutzt das, wenn dein Pokémon paralysiert ist. Das gibt er im Grunde, weil der Pokémon verschwindet doch nicht einfach von allein. Im schlimmsten Fall ist ihm was passiert. Das gibt er uns nur, weil der alte Herr da oben eigentlich einen Voltilam hat. Glaube ich. Hi. Du hast ganz schön Pech, dass du in einem starken Trainer wie mir begegnet bist. Na, dann zeig mal her, wie stark du bist, mein Freund. Teenager Billy. Kobay. Ja. Wenn das jetzt schon Sankto klingen kann oder irgendeine Kampfattacke, können wir schon mal dem ersten Team Tschüss sagen. Das ist ein Scherz jetzt, ne? Ne, es kommt ein Druckvogel. Und ich werde jetzt mal dafür sorgen, dass das uns keinen Schaden macht. So, Sandwirbel weiter, bitte. Zack. Was hast du noch für Attacken aus dem Ruckzuckieb? Silberblick, okay. Es war nicht so schön, aber wenigstens nicht so schlimm, als wenn er jetzt ein Dings gekommen wäre, eine Sankt-Kluckling oder so. Ja, sorry, bei solchen Pokémon muss ich mit schmutzigen Techniken arbeiten. So, Sandwirbel. Jetzt kann anscheinend wirklich nur Ruckzuckieb und Silberblick, das ist beruhigend zu wissen. So. So, und jetzt arbeiten wir mit Rutenschlag. Erstmal die Werte alle ins Bodenlose bringen und dann angreifen. Wait, wait. Der Rutenschlag, wie der sich anhört, ist doch genial. Wait, wait. Wait, wait. Win. Ich will nicht wissen, was das zweite Pokémon ist, ey.
Also es muss Stahl oder Kampf sein. Ich glaube, Kobalium ist doch Stahl und Kampf, oder? Oder irre ich mich da? Ich bin bei den dreien nicht so ganz fit, was die Typologie angeht. So, Griffel kommt zurück. Und Fate wird das jetzt machen. Tackle-Attacke. Sehr schön. Macht fast die Hälfte Schaden. Ich bin begeistert. So, jetzt wechsle ich auf Griffel wieder zurück. Damit Griffel gleich das nächste Pokémon abfängt. Was auch immer das sein mag. Los, Griffel. Ja, ich habe gerade gemerkt, dass unser erstes Team hier eine ziemliche Kampfschwäche hat. So, Kratzer. Und tschüss. Yeah, wir haben ein legendäres Pokémon besiegt. Level 10 für Griffel. Was noch umbenannt wird. Und Fate ist Level 11. Das ist der Steinwurf. Sehr schön. Sehr schön. Euer Leben sogar. Tschüss. Mist. Tatsächlich hat Kampf-Pokémon. Hab nur Tackle. Nein. Was ich sagen wollte, ja, ich habe vergessen, eine Regel für die Dreierkämpfe zu erklären. Da ist natürlich klar, dass wir dann zu dritt kämpfen müssen. Da können wir auf den Zulink nicht achten. Ach ja, ich habe ja gar keine Heilmittel mehr. So, dann würde ich mal sagen, tauschen wir erstmal hier. Oder auch nicht, weil mein Dings gerade nicht will. Und dann gucken wir jetzt erstmal. Wir gucken. Griffel hat Item? Ist naiv. Ja, warum nicht? Und du bist... Oh, du bist mäßig. Nice. Da freue ich mich drauf. Du wirst ja unglaublich gut. Ach, du hast Mitnahme. Okay, gut. Finde ich gut. Habe ich nichts gegen. Nehmen. Ja, bei Dings wissen wir ja, bei Fate wissen wir ja, der hat eine Dings dabei. Eine Chirurg. Jawohl. Hast du das gehört? Ich sehe hier nach. Du suchst da drüben. Pusogo. Hier haben wir erstmal das Item. Eine Seniorbeere. Oh, cool. Gleich mal mitnehmen. Die können wir gleich mal einem unserer Pokémon geben. Ja, du nicht, weil du hast Mitnahme. Geben wir sie Azazel. So. Wunderbärchen. Ein wildes Pokémon. Ein Lichtel. Ich hatte gerade ein bisschen Angst, dass da jetzt eine Geisterattacke kommt. Und die ist nämlich sehr effektiv gegen unser Azazel. Deswegen Griffel. Einmal du bitte. Ah, Mist. Ich hätte... Alter. Böse. Ich kann Griffel nicht heilen. Ich habe keine Heil-Items mehr. Da. Jaul. Dieses Gejaul. Endlich haben wir dich gefunden. Ein Glück. Ich sag dem Besitzer Bescheid. Bleib du hier bei ihm. Mist, du störst. Ich gehöre zu Team Plasma. Wir bringen selbst heulende Kinder zum Verstören. Hast du schon mal uns gehört? Ja. Yep. Genau, wir sind eine aufrechte Organisation, die vor 2 Jahren die Herrschaft über allen übernehmen wollte, um alle Pokémon zu befreien. Wie dem auch sei, Dummköpfe wie du werden uns niemals verstehen. Aber davon mal abgesehen, ich bin diesem Terrybug gefolgt und habe mich hier total verlaufen. Und dann findet mich ausgerechnet ein Kind. Das ist alles deine Schuld, nimm das! Zahltag! Das ist gut! Zahltag! Scheiße! Okay, ich werde diese Gelegenheit für einen Rückzug nutzen. Miau. Tschö. Ist wohl unser Nenner läuft. Ja, wuff, wird hin her. Oh, Terrybug. Was ist denn nur passiert, dass du ganz allein bis hierher gelaufen bist? Hier bin ich euch beiden sehr dankbar für eure Hilfe. Hüps. Du bist ja ganz schön unbekümmert. Dein Pokémon hätte für immer verloren sein können. Pass gefälligst besser drauf auf. Jo. Was ist denn ihm so wichtig, dass er so aufgeregt ist, wenn ein Pokémon verschwindet? Komm, Terrybug, die anderen warten auf uns. Lass uns nach Hause gehen. Und sie lassen uns hier einfach stehen. Mit dir reden wir nicht, die lassen wir einfach stehen. Hüpsa.
So. So, können wir denn irgendjemanden Taltag beibringen? Jetzt haben wir ja zum Glück diese Sache, dass wir TMs gewissensfrei allen Pokémon beibringen können. Natürlich keinem, der es nützen könnte, Griffel. Naja, Leute, ich bin in den Part mal Freude hier. Wenn euch gefallen hat, Daumen oben lassen, roten Button kraulen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Pokémon Schwarz 2 Soul Link Challenge. Solo Time. Ciao!